Der fiese Dämon Valak ist zurück ab diesem Donnerstag, dem 21. September, in den deutschen Kinos, der mit 109 Minuten Lauflänge und einer Altersfreigabe von 16 Jahren startet. The Nun 2. Nach 5 Jahren Pause ist dieser Dämon zurück. Und ich muss persönlich sagen, ich habe nicht unbedingt danach gefragt, denn für mich war im Conjuring-Franchise, wo ich Conjuring 1 und 2 geliebt habe, auch in der Annabelle-Reihe, dem noch einiges abgewinnen könnte. Joronas Fluch habe ich nicht gesehen, aber eine Menge Schwaches gehört. Warum ich den nicht gesehen habe, weiß ich ehrlicherweise gar nicht, war für mich dann vor allem The Nun der absolute Tiefpunkt. Auch in Conjuring 3 hat mich ehrlicherweise schockiert, wie sehr ein eigenes Franchise in einem Franchise nochmal abfallen konnte. Aber deswegen habe ich persönlich nicht unbedingt darauf gefiebert, The Nun 2 zu sehen. Nun war aber The Nun gleichzeitig der erfolgreichste Film in dem gesamten Franchise, dass er irgendwann mal James Wan aus der Wiege gehievt hat. Und dementsprechend klar, dass Warner Brothers eine Fortsetzung herausbringen wird. Denn der erste Teil hat, glaube ich, um die 350 Millionen Dollar eingespielt. Und bei Horrorfilmen wie gewöhnlich steht ja kein so großes Budget zu Buche, und auch Teil 2 hat nur in Anführungszeichen 38,5 Millionen Dollar gekostet, steht momentan aber schon weltweit bei über 160 Millionen Dollar Einspielergebnis und ist noch nicht mal in allen Regionen gestartet. Kurzum, wenn man ganz bis zum Ende von The Nun 2 sitzen bleibt, kann man wohl auch noch eine Szene sehen, die ich verpasst habe bei der Pressevorführung, die schon weit blicken lässt, dass da einiges zusammengeführt wird in dieser Horrorwelt. Aber kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Film. Worum geht es denn in The Nun 2? Nach den Geschehnissen aus dem ersten Teil ist Schwester Irene immer noch jemand, der geplagt ist von Träumen, von dem Bösen, von dem Erlebten, vom Kampf gegen diesen Dämon. Und nun, 4 Jahre später, kommt es zu Zwischenfällen. Und dabei startet The Nun 2 ziemlich fulminant, fast schon mit einem Versprechen, was für eine Qualität uns hier erwartet. Das wird der Film nicht unbedingt einhalten können. Aber auf jeden Fall macht es die Kirche aufmerksam, weil immer mehr Geistliche sterben in skurrilen Zwischenfällen und sie erwartet oder fragt nach einem neuen Wunder und ruft deswegen nach Schwester Irene, die sich auf die Suche begeben soll. Und relativ schnell wird klar, dass dieser Dämon noch existiert, irgendwo lebt. Und parallel schauen wir auf ein altes Kloster, das inzwischen ein Internat ist, im Jahr 1956 im ländlichen Frankreich. Maurice, den wir bisher schon kennen, hat einen Ort gefunden, wo er sein kann. Und da baut The Nun 2, das ist eine Stärke generell von dem Film, insgesamt immer wieder gute Bilder mit Licht und Schatten spielen, nicht nur über die Jumpscares, sondern insgesamt eine Stimmung auf, auch an einem echten, in einer echten alten Kirche gedreht, die verlassen ist in Frankreich, eine Szenerie auf, die sich atmosphärisch verdichtet. Und deswegen wirkt der sehr wertig, und bei nur 38 Millionen Dollar Budget hätte sich Expendables 4x12 Scheiben von diesem Film abschneiden können, denn der sieht wirklich gut aus. Der sieht gut aus, und das macht auf jeden Fall erst einmal von der Grundatmosphäre Lust auf mehr. Und dadurch, dass Regisseur Michael Chavez, der Conjuring 3 gemacht hat, der Joronas Fluch gemacht hat. Also zwei Dinge, wo ich sage, das waren auch Tiefpunkte im Conjuring-Franchise. Auf einmal etwas auf, wo ich denke, oh, das entwickelt sich tatsächlich nach vorne und ist nicht uninteressant. Und vor allem dadurch, dass er so Handlungsstränge nach und nach zusammenführt, verschachtelt er einen Plot, der, wenn man aber eigentlich nur auf den Plot schaut, dann doch wieder nicht so überraschend ist. Und dann zwei kann da keine Ketten springen, kann so Genre-Konventionen nicht überschreiten und ist vor allem ein Film, der in der ersten Stunde dann doch immer wieder auf die gleiche Abfolge von Jumpscares setzt. Bis auf den allerersten Auftritt, wo ich dachte, oh, das ist mies fies. Da bin ich mal gespannt, wie brutal der sich noch entfacht, und lässt vor allem bis zum Showdown dann auch immer mehr nach. Weil er vorhersehbar ist, weil klar ist, in welche Richtung sich das entwickeln wird, weil er aber auch ein bisschen zu viel sein möchte, wie ich finde, hinten heraus. Auf der anderen Seite haben wir mit Tessa Farmiga wieder eine, die dessen eigene Mutter, Vera Farmiga, ja in dem Conjuring-Franchise ja verhaftet ist und so ein charakterstarkes Gesicht hat, engagiert auftritt und eigentlich ein Charakter, in dem mehr drin ist. Und auch für Jonas Bloquet, der ja Maurice spielt, ist das ungefähr ist diese Figur, sodass ich denke, oh, hier wird mehr Raum gegeben für das, was sie eigentlich sind und vielleicht sein wollen, so wie es in dieser Horrorwelt möglich ist. Und auch in diesem Internat selbst gibt es ein bisschen zwischen den Schwestern oder die dieses Internat leitet, aber auch den Zwisteleien unter den Schülerinnen dort. Genug Ebenen, wo es quasi ein soziales Gefüge gibt und dadurch nochmal so eine Geschichte oder so eine Ebene, die ein bisschen weiter laufen darf, als nur auf diese Schreckenhafte hinauszulaufen. Und das fand ich erstmal nicht uninteressant, wenn auch wie eine beispielsweise Storm Reid kommt,
komplett austauschbar daherkommt, ist es am Ende so ein Film, bei dem ich merke, wow, der sieht richtig gut aus, weil die Kamera visuell beeindruckende Bilder kreiert und auch in den Effekten fiese Momente gebaut werden, besonders wie bleibt zum Beispiel eine Szenerie mit einem Bild an der Wand im Kopf, das wir bisher kennen und wie wir damit wieder arbeiten und schafft es immer wieder stimmungshafte Bilder aufzubauen, bei denen ich das Gefühl hatte, okay, ich bin zumindest mal angespannt und habe mich auch ein oder zweimal erschrocken. Aber darüber hinaus gibt es dann ganz klare Punkte, die man versucht abzuarbeiten und Knöpfe, die man drückt. Und so hat der Film ein paar schöne Ideen, aber auch vieles, was wir wieder aufgebrüht hingesetzt bekommen, ist aber unterm Strich, weil auch die Musik sich gut mit rein verdichtet, deutlich besser als der erste Teil, den ich aber auch katastrophal mies fand. Das macht bei mir am Ende so ein Gefühl von The Nun 2, dass ich sage, der ist nicht wirklich gut, der ist aber auch nicht wirklich schlecht. Und vor allem, alle, die The Nun 1 mochten, ne, dem muss ich dann ganz klar auch sagen, dann werdet ihr The Nun 2 lieben, weil ihr auf diesen ausgelutschten Faden vom ersten Teil definitiv mehr Kreativität bekommt, auch wenn ich mir wünschte, dass man viel mehr ausbricht und da viel mehr draus macht. Da ist nochmal weiterhin eine Menge an Luft nach oben, vor allem, weil der Film in den ersten 5 bis 10 Minuten so rigoros diesen Dämon wieder ankündigt, dass ich dachte, oh, das wirkt Next Level und das erreicht es dann nicht. Und ich will den Peak in meinem Seherlebnis rückblickend hier nicht schon direkt am Anfang des Films haben, sondern sehr viel später, am besten im Showdown erst erleben. Und da macht man dann, finde ich, zu wenig draus, weil es eben so viel Foreshadowing gibt und so viel, was es so schon immer wieder gab. Ich erwarte nicht, dass Horrorfilme sich grundsätzlich neu erfinden, aber dass sie vor allem, wenn sie schon bekannte Mittel und Instrumente nehmen, ein bisschen gegen den Rhythmus, gegen der Vorhersehbarkeit arbeiten und dann dort überraschen. Also, ich bin gespannt, wo The Nun 2 hingehen wird in einem möglichen dritten Teil, wenn er sich nochmal so stark verbessern kann, ey, dann steht dem ja was Interessantes in der Zukunft für uns parat. Aber wie gesagt, wenn ihr den ersten Teil mochtet, werdet ihr beim zweiten Spaß haben. Für mich ist es aber als Horrorfilm 6-Punkte-Film insgesamt bei all seiner Vorhersehbarkeit und auch dem, was man, glaube ich, an dem Talent der Akteure vor der Kamera nicht nutzt, noch ein 4,5-Punkte-Film, aber mit leichtem Zug nach oben. Gucken wir mal. Aber Entwicklung nach vorne kann ich ja grundsätzlich erst einmal begrüßen. Da bin ich am Ende meiner Review zu The Nun 2, der bestimmt auch in Deutschland nicht schlecht reinstarten wird. Wie gesagt, ab dem morgigen 21. September könnt ihr ihn auf den hiesigen Kinoleinwänden sehen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß im Kino.